Herzlich willkommen, mein lieber Steinbock, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon für dich auf die Kalenderwoche 17, die beginnt am 22. und endet am 28. April. Und ich mische erstmal locker in der Hand. Oh wei, ist aber schnell rausgefallen. Die Zahl 5 scheint wichtig zu sein. Ach du liebes Lieschen. Okay. Wir haben 5 der Schwerter, 5 der Stäbe und den Narren. Das ist hier eine ganz, ganz interessante Kombi. Wenn wir zweimal die 5 haben, erinnert mich das natürlich sofort an die Zahl 10 und das wäre das Rad des Schicksals, ja? Also hier ist es so ein bisschen, ich sag mal so, ich kriege gerade so rein, Lebensaufgabe, ja, aber das Universum ist noch nicht so weit, sie dir vor die Füße zu schmeißen. Im Grunde genommen bekommst du jetzt die Chance, etwas vorzuarbeiten. Ich mache das mal in Anführungszeichen, weil wenn du das jetzt nicht von alleine auflöst, dann kommt die Lebensaufgabe und dann wird es schwer. Ja? Wir haben hier mit den 5 der Schwertern etwas, was akzeptiert werden soll. Und mit den 5 der Stäben soll etwas herumprobiert werden, was du ändern sollst. Ja? Da gibt es kein richtig und kein falsch. Es geht hier eher so ein bisschen darum, probier es aus. Du darfst auch gerne wieder zurückgehen, wenn es nicht funktioniert hat. Ne? Wenn es funktioniert, ja, gerne weiter so, aber probier dich gerne aus. Das ist wirklich so ein Rumgespiele. Das hier sollen Jünglinge sein, die in so einer Art spielerischen Wettkampf ihre Mächte demonstrieren, schauen, wer ist der Stärkere. Das Ganze alles nicht auf Leben und Tod, sondern wirklich in so einer spielerischen Atmosphäre. Ja? Es soll so ein bisschen das zeigen, dass sie noch keine Schwerter in die Hände bekommen, sondern erstmal Stöcke, um sich auszuprobieren und einfach so ein bisschen sich selber einschätzen lernen. Wie gesagt, und wenn etwas nicht funktioniert, dann gibt es eine kleine Auszeit und dann darf man es nochmal probieren. Mit den 5 der Schwertern wiederum, da ist etwas komplett vorbei. Na, da heißt es dann nur noch Scherben einsammeln, schauen, wohin hat es uns gebracht. Und dann, ne, kommt der Sprung ins kalte Wasser. Ich muss gerade so ein bisschen an diesen Spruch denken, lieber Gott, gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Kraft, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit zwischen beidem zu unterscheiden. Und Weisheit steckt tatsächlich auch im Narren, ja? Der Narr soll so ein bisschen an die Parsival-Geschichte erinnern. Der Narr, der auszog, eine Rüstung fand, diese übergeworfen hat und dachte, er ist jetzt der dolle Hecht, er hat jetzt die große Erfahrung, aber immer sein Narrenkostüm anbehalten hat und später erst gemerkt hat, nachdem er viele, viele Abenteuer erlebt hat, viele Erfahrungen, dass der Narr im Grunde genommen nur eine Rüstung getragen hat und dass man nie wirklich weise ist, dass es immer noch mehr zum Erlernen gibt. Ne? Und das finde ich hier an dieser Legung sehr, sehr spannend. So, meine Lieben, ich schließe die Legung. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt, wenn das jemand sehen soll. Und natürlich folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Meine Lieben, macht's euch hübsch. Bis zum nächsten Mal.